Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Charterstone vor. Bei Charterstone geht es darum, dass wir Grüntal besiedeln. Charterstone ist ein kompetitives Legacy-Spiel vom Autor Jamie Stegmaier mit Illustrationen von verschiedenen Künstlern. Es ist für 1 bis 6 Spielern ab 10 Jahren, dauert ca. 60 Minuten und ist bei Feuerland erschienen. In der Schachtel findet sich ein Spielplan und wenige Tableaus sowie jede Menge verschlossener Schachteln, die man erst dann öffnen darf, nachdem das Spiel einen dazu auffordert. Direkt zu Beginn darf man aber das Skriptorium und die Spielerschachtel öffnen. Hier finden sich das Spielmaterial für eine Standardpartie, Warenmarker und Spielsteine für die Spieler und Münzen aus Metall. Der Spielplan kommt in die Tischmitte. Jeder Spieler kontrolliert das Charter, also das Viertel des neu zu besiedelnden Gebietes seiner Farbe. Man erhält persönliche Startgebäude und eine passende Personenkarte. Jeder Spieler hat 2 Arbeiter, einen großen und einen kleinen, sowie 12 Einflussmarker. Um den Spielplan herum verläuft die Punkteleiste. Unten links ist die Fortschrittsleiste. Erreicht der Fortschrittsmarker das letzte Feld, so ist die Partie zu Ende und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei Charterstone sind die Spieler abwechselnd am Zug. Ist man dran, muss man entweder einen Arbeiter auf ein Aktionsgebäude einsetzen oder alle Arbeiter zu sich zurückholen. Setzt man einen Arbeiter ein, so verdrängt man zunächst den dort stehenden Arbeiter, falls vorhanden. Dann bezahlt man die Aktionskosten, die links abgebildet sind, und führt anschließend die Aktion auf der rechten Seite durch. Dadurch erhält man zum Beispiel neue Rohstoffe. Im Stadtzentrum kann man eines der Gebäude bauen, die man auf der Hand hat. Jedes Gebäude ist ein Sticker, der von der Karte auf einen freien Bauplatz des eigenen Charter geklebt wird und somit permanent bestehen bleibt. Die Gebäude bringen immer neue Aktionen mit sich, die von allen genutzt werden können. Leere Gebäude bieten meistens Kisten, die man im Charterstone-Gebäude öffnen kann. Dadurch erhält man neue Karten, die man im Index über eine Übersicht findet. Das ist einer der Hauptwege, durch die Ereignisse und Spieländerungen ausgelöst werden. Außerdem kann man Waren in Punkte tauschen, Aufträge erfüllen und so weiter. Viele dieser Aktionen lassen den Fortschrittsmarker voranschreiten und müssen mit Einflussmarkern bezahlt werden, bringen aber auch einiges an Punkten ein. Wer am Ende der Partie die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Sieg oder Niederlage ist dabei natürlich in Bezug auf den Gesamtsieg der 12-teiligen Kampagne von Bedeutung. Ja, wir haben Charterstone zu zweit gespielt und haben teilweise den Automa benutzt, der hier eingebaut ist. Dann werden weitere Spieler, so viele wie man will, noch per Karten gesteuert und häufig auch noch ein Zufallselement zusätzlich durch den Würfel reingebracht. Deswegen basiert unsere Rezension auf der 2-Spieler-Variante. Genau. Im Grunde ist es ja ein Worker-Placement-Spiel und es funktioniert auch fluffig und gut. Die einzelnen Runden, die sind sehr schnell gespielt. Es gibt immer als Siegbedingung, dass man die meisten Siegpunkte hat. Und da gewinnt praktisch einer die Runde. Und dazu gibt es hier jede Runde einen Wegweiser mit nochmal so einer kleinen speziellen Aufgabe, die dann nur für diese Runde gilt. Und wer da am besten abgeschnitten hat, der kriegt nochmal einen Bonus. Der darf nämlich beim Wegweiser, kann man dann am Ende der Partie immer eine kleine Entscheidung treffen. Und der eben diese Wegweiseraufgabe am besten gemacht hat, ist der, der diese Entscheidung trifft und die dann wieder Auswirkungen auf das weitere Spiel hat. Genau, soweit mal. Zu den Automa muss ich sagen, also ein Zug besteht ja darin, dass man seinen Worker setzt und oft kriegt man dann einen Rohstoff oder man tauscht einen Rohstoff um. Also die Züge gehen sehr schnell und zügig, außer natürlich, wenn man so eine Kiste öffnet. Dann dauert es ein bisschen länger, man kriegt neue Karten, neue Regeln und so weiter. Aber im Grunde sind die meisten Züge sehr kurz. Und dann haben wir haben dann 2 Automa noch dazugenommen, dass praktisch ein 4-Spieler-Spiel simuliert wurde und fanden den Automa dann ein bisschen anstrengend, weil man deckt eine Karte auf, muss vielleicht würfeln, in welchem Charter jetzt was passiert, der kriegt dann auch noch Siegpunkte. Da muss man gucken, nach welchen Regeln kriegt der jetzt Siegpunkte. Und so waren die Züge von dem Automa immer ein bisschen länger als die eigenen Züge. Dazu kam, dass man natürlich, während der Automa dran war, nicht über seinen eigenen Zug nachdenken konnte, sodass wir das Gefühl hatten, die Automa nehmen sehr, sehr viel Platz ein in der Partie. Und uns persönlich war das jetzt ein bisschen nervig so. Deswegen haben wir die dann wieder weggelassen. Und dann wird hier automatisch getriggert, dass man am Ende der Partie dann auf die Charter, die praktisch nicht mitspielen, Gebäude, die auf spezielle Art und Weise ins Spiel gekommen sind, aufklebt, sodass auch da sich was vergrößert.
Und das hat dann besser geklappt. Also wir mochten die Automar jetzt nicht so, aber sicherlich auch Geschmackssache. Na, was ich ein bisschen schade fand, und es bezieht sich jetzt wirklich auf das Zweispielerspiel, war, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, man macht dann schon immer das Gleiche. Und dadurch, dass insgesamt halt nicht so viele Worker im Spiel waren, war es jetzt auch nicht so häufig so, dass man sich da irgendwie blockiert hat. Beziehungsweise wenn man sich auf ein Feld setzt, wo schon anderer steht, kriegt der normalerweise seinen Worker zurück. Das heißt, er muss nicht die Aktion Worker zurückholen einsetzen. Das heißt, man will sich eher nicht dahin setzen, wo ein anderer ist. Und bei zwei Spielern kommt es halt nicht so häufig vor. Und dann war es bei uns so ein bisschen, es kommen zwar neue Regeln ins Spiel, aber das Spiel ändert sich jetzt nicht so gravierend, wie zum Beispiel bei Pandemic Legacy, wo es wirklich dann auf einmal nochmal eine komplett neue Richtung geht oder so. Das hier war eher so, als würde man halt immer wieder ein Worker-Placement-Spiel oder immer wieder das gleiche Worker-Placement-Spiel spielen, aber andere Taktiken so ein bisschen ausprobieren. Aber vom Grunde her war es dann doch immer das Gleiche. Und da hätten wir uns gewünscht, dass da nochmal so ein bisschen mehr so ein Clou reinkommt. Dazu kommt, es gibt hier noch diese Ansehenswertung, da ist immer der die meisten Fortschrittsmarker hier reinbekommen hat, bekommt nochmal 10 Punkte und wer am zweitmeisten hat 7. Das heißt, bei zwei Spielern hat es kaum eine Auswirkung. Das ist ein Unterschied von 3 Punkten. Das macht, man kriegt vielleicht so in den Runden so um die 80, 90 Punkte, manchmal 70. Am Anfang ein bisschen weniger, aber da sind ein Unterschied von 3 Punkten nichts. Und das fanden wir halt so ein bisschen schade, dass es da dann kaum Auswirkungen hatte, aber es gab im Spiel eine getriggerte Schlüsselstelle, wo mit einem Spieler etwas passiert ist. Und bei zwei Spielern hat es bewirkt, dass dieser Spieler, den das erwischt hat oder der das bekommen hat, ich sage auch gar nicht, was es ist, um nicht zu spoilern, bei dem hatte das die Auswirkung, dass ab dem Moment klar war, der wird die Kampagne verlieren. Und es war halt so bei irgendwo zwischen der Hälfte und drei Viertel des Spiels. Und es war dann auch tatsächlich so, dass der Spieler, den das erwischt hat, die Kampagne haushoch verloren hat. Und das ist eine Sache, die ist bei mehr Spielern eher gut, aber bei zwei Spielern eher schlecht. Und deswegen hatten wir so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel nicht für zwei Spieler ausgelegt ist. Also es ist eindeutig ein Spiel, was davon profitiert, je mehr Spieler man ist beim Spielen. Deswegen würden wir euch empfehlen, spielt es mit mindestens 4 Leuten. Dann, glaube ich, wird es ein richtig, richtig gutes Spiel. Bei zwei Spielern war halt zu wenig Interaktion, zu wenig Veränderung innerhalb der Level. Und es ist auch, alle Leisten beginnen viel weiter vorne. Also hier gibt es immer Punkte, wo man bei zwei Spielern beginnt. Das ist bei dieser Leiste sehr wenig. Hier auch, ne? Also hier gibt es eigentlich, bei 6 Spielern beginnt man hier, bei 2 hier. Da passiert ganz viel dazwischen, was halt bei 2 Spielern dann gar nicht vorkommen kann. Und deswegen würde ich euch empfehlen, spielt es in einer großen Runde, dann ist es ein tolles Spiel, was ich jetzt so annehme. Zu zweit ist es dann halt, ja, leider schon, muss ich sagen, in den einzelnen Partien immer relativ ähnlich. Das ist ein bisschen schade, da hätte ich mir gewünscht, dass man noch ein bisschen Clou draus macht. Es gibt Stellen, wo man dann schon gedacht hat, ah ja, cool, oder ah ja, super, der Wegweiser, die Aufgabe da gefällt mir richtig gut, oder in den Boxen was drin ist, waren manchmal auch so Sachen, mit denen man jetzt nicht gerechnet hätte. Das macht dann natürlich Spaß, es macht auch super viel Spaß, die Truhen zu öffnen, zu gucken, was kriege ich an neuen Sachen, was ist da drin, welche neuen Regeln sind da drin. Das hat schon so ein bisschen das immer von Geschenke auspacken, sage ich mal. Aber insgesamt ist es gemacht für große Runden und dann auch ein tolles Spiel. Ja, dann hoffe ich, wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.